Hey meine Lieben, was geht ab? Ich heiße euch wieder ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ignoriert den Hintergrund, es ist kein Hold, es ist nämlich ein Q&A. Man sieht das doch eh nicht, was da steht, oder? Und zwar habe ich auf Snapchat ein Gewinnspiel laufen gehabt. So, wenn du noch kein Snapchat-Fan bist, dann hast du jetzt echt es verkackt. Weil es gab was zu gewinnen. So, also wer das gewinnen möchte, was es zu gewinnen gibt, was ich hier nicht vorbereitet habe, weil ich einfach unprofessionell bin und ich muss jetzt aufstehen und in den Wohnzimmer gehen, um dieses Gewinnspiel zu holen. Wo war ich stehen geblieben? Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich hoffe, der Ton ist gut und ich sehe irgendwie nackt aus. Ich muss ein bisschen höher sitzen, weil das sieht nicht ganz jugendfrei aus. Ja, yeah. Ich bin nicht nackt. Ein bisschen zurückzoomen. Kann ich nicht. Und ich... Ah, was gibt es denn zu gewinnen? Oh mein Gott, ich bin so doof. Gibt's. Und zwar gibt es die Nubian by Jubas Palette Nummer 2. Die habe ich nämlich auch und ich fand die sehr, sehr schön. Die Farben sind richtig gut pigmentiert und ich schminke mich gerne mit dieser Palette. Deswegen dachte ich mir, ich verschenke das an meine Snappers da draußen. Natürlich wieder ein Gewinnspiel für die Mädels. Aber die Jungs hätten auch mitmachen können. Hat keiner mitgemacht. Und ja, umso mehr freue ich mich darüber, dass es ein Mädchen gewinnen kann. Und wir fangen jetzt direkt mit dem Gewinnspiel an, beziehungsweise wir fangen jetzt mit den Fragen an. Und am Ende des Videos könnt ihr dann erfahren, wer gewonnen hat. Und ja, starten wir das Video. Ich habe hier vorne meinen Laptop stehen und da habe ich schon die ganzen Namen eingegeben, bei denen die alle mitgemacht haben. Alle Fragen werden nicht ins Video kommen, aber alle, die mit teilgenommen haben, werden in diesen Auslosetopf geworfen. Und wir fangen jetzt endlich mal mit dem Video an. So, die... Bei wem fangen wir denn an? Ich bin selber voll aufgeregt. Und zwar mit der Eftelia 93 an. Let's go. Jetzt kommt, ich bin voll aufgeregt, weil ich habe Angst, dass das irgendwie nicht so hinhaut. Und ach, was ist das? Warum ziehe ich sowas Ungemütliches an? Hey Samira, wie triffst du deine Entscheidungen? Hörst du eher auf deinen Kopf oder auf dein Bauchgefühl? Dicken Kuss an Islam. Dankeschön. Ja, Entscheidungen, das ist so eine schwere Frage, weil ich weiß es ehrlich gesagt selber nie. Ich habe mich so oft selber mal gefragt, ob ich auf mein Herz oder auf mein Gefühl vertraue, mein Kopf. Ich weiß es nicht, ich weiß es echt nicht. Ich treffe einfach, ich mache einfach und meistens sind die Entscheidungen falsch. Oft. Und ich lerne, aber ich lerne daraus. Doch, ich lerne daraus. Fehler sind da, um gemacht zu werden und man lernt darauf. Ich entscheide einfach so prompt. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich eher der Bauchgefühl-Mensch bin oder der Kopfgefühl. Ich liebe Leandra. Leandra? Hi, also meine Frage ist, wer von deinen Freunden hat dich am meisten geprägt? Oh, das ist eine gute Frage. Also eine sehr gute Frage. Danke, liebe Leandra. Und voll interessante Frage. Sorry, ich bin so aufgeregt. Also wer mich am meisten geprägt hat, eigentlich habe ich für jede Zeit eine Freundin, die ich noch in meinem Kopf habe und halt sehr, sehr viele Erinnerungen an den Menschen habe. Zum Beispiel in der Grundschule habe ich eine Freundin, mit der bin ich jetzt nicht mehr befreundet, war damals so meine beste Freundin und wir sind wirklich verschiedene Wege gegangen und da habe ich jetzt nicht mehr zu tun, aber sie hat zum Beispiel meine Grundschulzeit geprägt, ich war sehr, sehr oft bei denen. Dann in meiner Teenie-Zeit haben mich mehrere Personen geprägt, unter anderem mit einer, der ich sehr, sehr gut befreundet bin, mit der ich eigentlich fast nie Kontakt habe, aber wenn wir Kontakt haben, ist es einfach so, also reden wir so miteinander, als wäre es gestern gewesen. Das ist die liebe Aida. Die war auch so Hoffreundin sozusagen, die haben halt nur ein paar Straßen weiter gewohnt und ja, sie hat mich zum Beispiel in der Jugendzeit geprägt, weil ich mit ihr so diese Disco-Zeit anfangen, also wo ich in die Disco-Zeit gekommen bin, mit ihr halt unterwegs war, danach natürlich mit wieder anderen Leuten, dann so ab den 20ern, also wo ich 20 wurde und so, hat mich zum Beispiel eine Budia natürlich, ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir und die prägt mich bis heute immer noch. Also wir haben immer noch ganz guten Kontakt zueinander. Und ja, aber wer mich letztendlich jetzt in der letzten Zeit, so in 21, 22, also diese Erwachsenwerden-Zeit geprägt hat, ist zum Beispiel die Rashida vom Kanal Sistal, dann die Diana, dann, ja, Budir hat da auch dazu gehört und
ganz viele, nee, so groß waren wir gar nicht. Also wir waren schon viele Leute, aber wir waren halt so wirklich diese Diana und Rashida, wir waren halt so dieser kleine Kreis und der andere, der Rest ist halt auch um uns herum. Und die haben mich sehr geprägt und mit denen bin ich eigentlich sozusagen erwachsen geworden. Dann die Vanessa, mit dir schreibe ich ganz oft und ja, ich freue mich, dass du mitmachst hier im Video. Und let's hear. Meine Frage an dich ist, hast du deine Fernbedienung wieder gefunden? Eine andere Frage, wie kriegst du das eigentlich organisiert, mit deinem Sohn wegzufliegen? Ich fliege nur eine Woche weg und bin schon komplett überfordert. Und hast du irgendwelche Tipps? Ja, ich habe deine Frage verstanden. Da steht, ich hoffe, du hast deine Frage verstanden. Meine letzte Frage, wird es ein Hochzeitsvideo geben oder wirst du eher die Zeit so für dich genießen? Und ich glaube, vier Fragen. Ich hoffe, ich kann mich noch an alle erinnern. Die erste, das war die Fernbedienungssache. Islam hat irgendwie die Fernbedienung gestern versteckt gehabt. Ja, die habe ich wiedergefunden. Und die zweite Frage war, wie ich es schaffe, mit dem Kleinen zu fliegen. Ich weiß es selber noch nicht. Es ist mein erstes Mal, dass ich mit ihm fliege. Wir waren schon mal übers Wochenende in Wien. Das war, die Hinreise war gut. Die Rückreise war erst am Anfang richtig schlimm. Weil da hat er einfach geheult, wir wussten nicht, was los ist. Aber ich trete den Flug bzw. die Reise für 4 Wochen sehr, sehr zuversichtlich an, weil im Flugzeug selbst bin ich nicht alleine, da sind sehr, sehr viele, weil ich fliege ja einfach nur in meine Heimat zurück und ich bin mir sicher, dass ich am Flughafen Leute treffen werde, die ich schon kenne und die mir etwas helfen können. Und in Togo dann selber ist einfach so, dass der Kleine dann, also ich bin schon mit ihm, aber er wird meiste Zeit wahrscheinlich mit der Oma sein, also mit meinem Mann, also mit seiner Oma, mit meinem Mann, die Mutter. Und ich werde bestimmt nur so die erste Woche werde ich permanent mit ihm wahrscheinlich verbringen und dann ab der zweiten Woche, glaube ich, hat er sich hoffentlich schon an seine Oma gewöhnt, damit er ein bisschen Zeit mit ihr auch verbringt und die sagt mir auch jedes Mal, sie freut sich schon so riesig auf ihn und ich möchte denen natürlich auch die Zeit geben, nicht nur seiner Mama, auch natürlich meiner Familie ihn ein bisschen überlassen sozusagen. Ich bin trotzdem da, aber ich glaube, er soll diese Zeit nutzen, weil wir fliegen nicht so oft nach Togo zurück. Also wir fliegen nicht so oft, deswegen sollen die ruhig die Zeit mit ihm genießen. Und ich hoffe, das klappt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ob ich die Hochzeit privat halte? Also bei uns ist es eigentlich immer so, dass aufgenommen wird, aber halt für die Familien. Trotzdem wird das nochmal kopiert und weitergegeben. Also eigentlich letztendlich die ganze togolesische Community kriegt dann deine Hochzeit mit. Das finde ich zum Beispiel bei den Deutschen, also bei den europäischen Leuten so gut, weil da bleibt das wirklich unter der Familie. Aber es ist kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich auf meiner Hochzeit selber aufnehmen kann und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand anders es so gut aufnehmen kann, wie ich es gemacht hätte, wenn ich eine zweite Person wäre und meine Hochzeit vloggen würde zum Beispiel. Und als Braut kann ich, glaube ich, habe ich nicht die Zeit dazu zu vloggen. Ich weiß es nicht, ich lasse es einfach auf mich zukommen und ich glaube, ich rede schon ein bisschen zu lang wieder. Nächste Frage. Meine Frage zu deinem Video ist, wie der Mann halt es findet, dass du YouTuberin bist und Videos halt so, wie du deine Videos halt so drehst. Also ihre Frage war, wie es Sultan findet, dass ich Videos mache. Also 2015, als wir sozusagen zusammengekommen sind, habe ich ihm gesagt, dass ich anfangen möchte, YouTube zu machen. Und da war er noch zuversichtlich. Er wusste, glaube ich, gar nicht, was das wirklich ist, weil er hat in Togo gelebt. Aber er hat gesagt, ja, mach das, was du für richtig hältst, beziehungsweise was dir Spaß macht. Da habe ich natürlich einfach angefangen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er wirklich meine Videos dann angeschaut hat oder so, weil er versteht das ja eh nicht. Aber er klickt immer drauf, das sagt er mir immer. Und jetzt, ich weiß nicht, es ist so, mal so, also er feiert das jetzt nicht krass, aber er lässt mich einfach machen und ja, ich versuche ihn ja immer noch vor die Kamera zu lotsen. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare rein, was für ein Video ihr mit ihm zusammen haben möchtet, weil er hat es ja versprochen und wir werden das auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt noch vor den Urlaub schaffen, aber es kommt noch. Also er ist so, mal so, mal so, mal so. Er schaut manchmal komisch, ja. Aber er meint, er steht hinter mir bei der Sache. Wie hast du reagiert, als der Arzt gesagt hat, dass du schwanger bist? Wie ich reagiert habe, als der Arzt gesagt hat, dass ich schwanger bin. Ich hatte das Gefühl, dass ich schwanger bin. Also ich habe es eigentlich geahnt an sich. Bin dann zum Arzt gegangen, wo er es mir gesagt hat, war ich so,
okay. okay, also ich habe mich schon gefreut, aber natürlich hatte ich auch Angst, aber die Freude hat überwogen. Also sagen wir es so, ja, die Freude hat überwogen und die Freude daran, dass ich bald Mama werde und ein Kind in meinen Armen halten werde, hat mir in manchen Lebenssituationen in den 10 Monaten sehr geholfen. Also ich habe mich gefreut, sagen wir es so. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Also wir sind unter Mädchen, es tut mir leid, es ist abends, ich liege im Bett. Und ich verfolge dich nur hier auf Snapchat und wie gesagt, ich verfolge dich nur hier und auf YouTube. Ich habe mir leider noch nie eins deiner YouTube-Videos angeguckt. Doch, und wenn du dann dieses Video machst mit den Q&As, dann würde mich das sehr interessieren, wie du eigentlich so auf YouTube und Instagram und Snapchat. Ich glaube, deine Frage ist, wie ich auf YouTube, Instagram und Snapchat heiße, oder? Ich weiß es nicht, du hast jetzt die Frage nicht gestellt. Du hast nur gesagt, mich würde interessieren, wie du auf YouTube und Instagram und Snapchat. Und dann war's aus. Ich denke mal, also ich blende mal einfach ein, wie ich wo heiße. Und ansonsten, wenn es darum geht, wie ich damit angefangen habe, ich habe es einfach gemacht. Also YouTube, ich war in einem Video von der Laura dabei, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und ich habe dann einfach von einem auf den anderen Tag angefangen, YouTube zu machen. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Und ich weiß auch gar nicht, wohin. Also anfangs war es eigentlich ein Travel-Channel, weil ich viel gereist bin in der Zeit, wo ich angefangen habe mit YouTube. Und jetzt natürlich nicht mehr, weil jetzt habe ich ein Kind, aber mal sehen, wie die Zeit dann, was die Zeit dann mitbringt. Also vielleicht werde ich dann wieder zu einem eher Reise-Channel, vielleicht auch nicht, weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich weiß selber nicht, was ich genau mache. Ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Und ich habe einfach angefangen. Instagram habe ich schon länger. Und ja, Instagram habe ich jetzt so schweifen lassen, weil das jetzt nicht so Ding mehr für mich ist. Und Snapchat mache ich sehr gerne, weil wir, ne, es ist sehr lustig mit euch zusammen. Ich wollte dich fragen, ob du dieses Jahr heiratest oder nächstes Jahr. Das war sehr einfallsreich. Nächstes Jahr. Also nochmal das kurz zu erklären, weil mich so viele immer fragen. Wir sind schon verheiratet, es geht nur um die Hochzeitsfeier. Und die wird nächstes Jahr stattfinden. Dann die Tanja. Mira, ich habe die Frage, was willst du denn dein Leben so erreichen? Ich würde mich freuen, wenn du mich grüßen würdest. Ja, liebe Grüße, Tanja. Liebe Grüße an dich, Tanja. Mit dir schreibe ich ja auch ganz oft. Was ich alles im Leben erreichen will, ich glaube, die größten Sachen habe ich schon erreicht, auch wenn das jetzt nicht so wenn es jetzt auch nicht zu meinem 5-Jahres-Plan gehört hat. Und zwar bin ich verheiratet, habe einen wunderbaren Mann, der mir in allen Sachen hilft und immer da ist. Und einen wunderschönen, meines Erachtens, wunderschönen jungen, und tollen kleinen jungen Mann bei mir. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und jetzt lasse ich es eigentlich nur noch auf mich zukommen. Natürlich habe ich noch ein paar Pläne, die ich aber jetzt nicht verrate, weil Augen machen und so. Und ja, dann halt noch der ganz große Plan, den wir eigentlich alle haben, wir alle Moslems haben, und zwar eines Tages in Mekka zu sein und die Pilgerfahrt zu machen. Ansonsten gibt es nichts wirklich Großes, was ich jetzt sagen könnte, was ich noch erreichen möchte. Vielleicht noch eine andere Sprache lernen oder irgendwas noch lernen halt. Irgendwas mit Wissen möchte ich auf jeden Fall. Immer nochmal eine andere Sprache, vielleicht noch öfters verreisen. Ja, aber was Konkretes kann ich jetzt eigentlich gar nicht so beantworten, weil ich glaube, mein größtes Glück habe ich schon. So, dann die Dania. Bist du eigentlich drauf gekommen, mit YouTube anzufangen? Das habe ich ja schon erklärt gehabt, dass es einfach so passiert ist, beziehungsweise nachdem ich mit Laura ein Video gemacht habe, habe ich es dann einfach angefangen. Was ist deine Lieblings-Beauty-Marke?
was meine Lieblings-Beauty-Marke ist. Ich habe keine Lieblings-Beauty-Marke, aber jetzt zur Zeit ist halt meine Lieblings-Lidschattenpalette wirklich die von Mrs. Bella. Aber es liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich die jetzt gerade neu habe, weil dann benutze ich immer das Neueste, ne, was ich halt gerade daheim habe. Aber eine Lieblings-Beauty-Marke, ich habe ganz, ganz viel von Essence, weil ich kein Geld habe für teure High-Lows oder wie es auch heißt, Produkte, deswegen High-End, ne? Deswegen, also ich habe viel von Essence da, ansonsten habe ich keine wirkliche, das ist jetzt meine Lieblingsmarke. Ja, aber ich habe ganz, ganz viel MAC-Lippenstifte auch. Hey Samira, und zwar ist meine Frage, seit wann du mit Sultan zusammen bist und wann du heiraten wirst? Wir sind seit 2015 zusammen. März 2015 und es ging dann irgendwie ganz, ganz flott. Also im April waren wir dann verlobt und verheiratet sind wir seit letzten Jahre, ja. Und die Hochzeitsfeier ist nächstes Jahr. Was für Ziele hast du dir in der Zukunft oder auch in der nächsten Zeit gesetzt? Was möchtest du erreichen in der nächsten Zeit? Also jetzt kam wieder die, was für Ziele ich mir gesetzt habe, das habe ich ja auch schon beantwortet. Viel reisen, noch vieles sehen, vielleicht eine neue Sprache erlernen, ich weiß es nicht. Ansonsten mein großes Glück habe ich schon. Hi, ich hoffe dir und deiner Familie geht's gut. Und zwar ist meine Frage, da du ja gerne reist, welche Länder möchtest du gerne noch besuchen? Also welche Länder stehen noch auf deiner Liste und was ist dein Lieblingsparfüm? Weil ich bin ein Parfümlover. Das ist eine sehr gute Frage. Echt, irgendwie hat das auch jetzt genau gepasst, ne? Also, welche Länder ich noch gerne besuchen möchte? Ich bin überhaupt kein Fan von Europa. Also, ich weiß nicht, mich zieht es nicht nach Europa. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt nach Italien, nach Barcelona, nach Griechenland. Doch, Griechenland wäre schon interessant, finde ich. Ich mag halt wirklich Länder und Städte mit Geschichte. Klar, Italien hat auch seine Geschichte, Frankreich hat seine Geschichte, aber so. Ich habe jetzt zum Beispiel früher sehr gerne so Herkules und so oder ägyptische Sachen geschaut. Also ich würde sehr, sehr gerne noch nach Griechenland, dann nach Südafrika will ich auf jeden Fall. Also wenn es Afrika ist, dann möchte ich gerne nach Südafrika, nach Ägypten möchte ich auch nochmal, nach Marrakesch möchte ich. Und auf jeden Fall viele Länder in Afrika besuchen, vielleicht Westafrika eher und Südafrika. Nordafrika ist auch noch, ja. Also das waren jetzt, ich habe ja ein paar Länder aufgezählt, ansonsten dann in den asiatischen Bereich zieht mich jetzt auch nicht wirklich was. Natürlich, ich möchte gerne mal nach Riad, ich weiß nicht warum, spricht mich einfach irgendwie an, nach Saudi-Arabien und USA spricht mich auch nicht wirklich an. Also ich finde, man muss da schon gewesen sein, aber es ist jetzt nicht so mein Ziel. Ansonsten Südamerika möchte ich halt ganz gerne mal nach Mexiko. Ich habe immer gesagt, meine Flitterwochen werden in Mexiko sein. Also Mexiko zieht mich sehr an und Brasilien, Peru und ja. So ihr Lieben, das war's dann von dem Q&A. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lose jetzt aus. Es waren viele interessante Fragen dabei und ja, ich hoffe, wir können mal was starten. Seid nicht böse, wenn ihr nicht gewonnen habt. Es werden auf jeden Fall noch mehrere Gewinnspiele kommen. Und auf jeden Fall mir auf Snapchat folgen, das lohnt sich, oder? Seht ihr doch. Und ja, dann, ich habe alle Namen eingegeben, die mitgemacht haben. Und ich würde sagen, ich drücke dann mal auf den Button und dann losen wir aus, wer gewonnen hat. Ach Gott, ich bin da immer so, es tut mir immer so leid, wenn... Ach, also, ich habe wirklich, ja, okay. Gebe hier, ja, okay. Und auslosen. Niemand ist rausgekommen. Die Dania hat gewonnen. Yay, liebe Dania. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Spaß damit. Melde dich bei mir, am besten per Snapchat. Und ja, an alle anderen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wie gesagt, es kommen noch mehr Gewinnspiele. Und danke für eure ganzen Fragen. Danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt dafür. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Und bleibt gesund bis dahin und ciao.